Moin ihr Lieben, wir sind heute im Löcknitztal unterwegs. Ich war hier schon vor Jahren, da habe ich mit Video noch gar nicht angefangen. Und dachte ich, zeige ich euch mal dieses Naturschutzgebiet. Es ist nicht eine Weile her, ich wollte es schon immer mal erkunden. Und euch nehme ich dabei einfach mal mit. Mal schauen, ob sich auch ein paar Bilder machen lassen. Gut, na dann. Das nenne ich einen dichten Dschungel. Das ist kaum ein Durchkommen. Aber da müssen wir auch nicht durch. Das ist nicht einfach wunderschön. Diese ganze Ecke, das Löcknitztal, das zieht sich eine ganze Weile. Also man sollte mehr als einen Tag, würde ich, wenn man es genießen möchte, mehr als einen Tag einplanen. Und das ganze Gebiet ist quasi nördlich von Spreewerder und Spreetal, wer diese ganze Ecke kennt. Ist auch eine schöne Ecke, da werde ich auch irgendwann mal vorbeischauen. Aber jetzt erstmal Löcknitztal. Genießt weiterhin die Aussicht. Jemand eine Idee, warum hinter einem Zaun verkohltes Zeug rumliegt? Hat das irgendeine tiefere Bewandtnis? Ist das für irgendwelche Tiere vielleicht nützlich? Das ist hier wunderbar schön aufgestapelt. Und ich kann mir keinen Reim drauf bilden, wofür das genutzt werden könnte. Frame gefangen. Ja, nach einem Kilometer soll jetzt ungefähr noch eine Gaststätte kommen. Imbiss, irgendwas in der Richtung. Ich hoffe, da gibt es was zu essen, weil ich habe langsam echt Hunger. Es kommt gerade ein Zug. Na ja, gut. Mal schauen, wie ich jetzt hier aus diesem Frame wieder rauskomme. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Es wird spät langsam, aber schaut euch diesen wunderschönen Wald an. Ich mag ja sonst keine Nadelbäume, aber hier, es hat schon was Mystisches. So, ihr Lieben, Wind. Ihr kennt ja meine Touren. Und da frage ich euch einfach mal, was darf natürlich nicht fehlen, wenn man in Brandenburg unterwegs ist? Natürlich die Zerstörung. Es hat schon etwas Besonderes, aber gleichzeitig auch sehr ärgerlich. Ach ja, der Energiehunger. Es ist schon wieder einiges an Zeit vergangen, seit ich euch diesen Ausschnitt im Wald gezeigt habe. Und ich kam, glaube ich, noch gar nicht dazu, zu erzählen, ob die Fischsuppe geschmeckt hat. Also ja, ich habe mir eine Fischsuppe bestellt. Da gab es ein kleines Brötchen mit zu. War lecker. Also ich habe nur die Fischsuppe gegessen, muss ich gestehen. War sehr deutlicher Fischgeschmack natürlich. Mit einer Prise Würze. Also es hat, also insgesamt hat es sehr gut gestimmt. Also Däumchen hoch. Die Gaststätte ist sehr empfehlenswert. Nur ist sehr viel los. Also
so wie es aussah, war ein Großteil der Tische von vornherein schon reserviert. Und damit müsst ihr also rechnen, dass wenn ihr dort bei Klein Wall zu essen geht, reserviert am besten vorher. Oder seid relativ früh da. Ab 11 Uhr geht, glaube ich, der ganze Betrieb erst los. So, mich zieht es jetzt auch langsam Richtung Bahnhof. Es wird spät. Ich habe schon wieder Hunger. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Was ich mich schon immer gefragt habe, einige dieser Jagdscheine haben ja das Schildchen jagdliche Einrichtung, unbefugte Benutzung oder Beschädigung wird strafrechtlich verfolgt, Eltern haften für ihre Kinder, bla 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 bla. Ist Benutzung, wenn ich mich da reinsetze mit einem Gewehr, oder ist Benutzung, wenn ich mich ausruhe und dort irgendwo an die Leiter setze? Also nicht, dass ich das gerade eben gemacht hätte, nein, nein.